Kärnten, Österreichs südlichstes Bundesland, und seine alte und zugleich so junge, moderne Landeshauptstadt Klagenfurt gehörten nach 1945 zu den schwer betroffenen Notstandsgebieten unseres Landes. Aber die Wunden, von tausenden Bomben geschlagen, beginnen allmählich zu vernarben. Durch eine zielbewusste Planung verschwinden auch die Barackenlager, die unseligen Zeugen zweier entsetzlicher Kriege. An ihrer Stelle wachsen moderne Wohnbauten aus dem Boden. Klagenfurt führt einen erfolgreichen Kampf gegen das Wohnungselend und gegen die Wohnungsnot. Allein über 400 Barackenwohnungen sind in den letzten Jahren verschwunden. Klagenfurt ist in die Weite gewachsen und wächst noch immer. Umfangreiche Neubauten säumen bereits einen Teil der Stadt ein oder liegen im Entwurf fertig im Stadtbauamt. Auf Initiative des Klagenfurter Bürgermeisters und der Gewerkschaften und Kammern entsteht ein ganzes Industriegebiet. Das Problem Dauerarbeitsplätze beginnt sich damit allmählich zu lösen. Die Industrieanlagen werden in einem Stil gebaut, der sich harmonisch in das gesamte Stadtbild einfügt. Kärnten besitzt nicht nur über 200 Seen, sondern es hat seit 1918 mindestens ebenso viele Probleme zu lösen gehabt. Zwei davon waren die Errichtung des Edling-Kraftwerkes und der Bau der Jauntalbahn. Das Braukraftwerk Edling wird nach rund dreijähriger Bauzeit noch heuer fertiggestellt sein. Bei vollem Betrieb beträgt seine Gesamtleistung im Jahresdurchschnitt 360 Millionen Kilowattstunden. Der entstehende Stausee wird der drittgrößte See Kärntens sein und der Landschaft eine neue, reizvolle Note verleihen. Die durch das Kraftwerk notwendigen Straßenbauten werden auch für den Fremdenverkehr in diesem schönen Gebiet sehr förderlich sein. Kärnten holt also, wie man sieht, mächtig auf. Und alle Österreicher freuen sich über diese günstige Entwicklung. Durch den Bau des Großkraftwerkes Edling und die damit im Zusammenhang stehenden Erschließungsarbeiten erhielt besonders das Kärntner Unterland neue wirtschaftliche Impulse. Das gesamte Abbruchmaterial bei dem Kraftwerksbau, ungefähr 100.000 Kubikmeter, wurde dazu verwendet, zwischen der Ortschaft Eis und dem nördlichen Drauufer einen Bahndamm für die im Bau befindliche Jauntalbahn aufzuschütten. Damit kommen wir zu Kärntens zweitem großen Projekt, das sich mitten in der Verwirklichung befindet, die Jauntalbahn. Im Jahre 1920 haben sich die deutsch- und die slowenisch sprechenden Bewohner des Jaun und des Rosenthales mit großer Mehrheit für die Republik Österreich entschieden. Damit verblieb ein großer Teil des Kärntner Unterlandes bis zur Stadt Bleiburg bei Österreich. Der Dank des Vaterlandes war das Versprechen, die Jauntalbahn zu bauen, die das Lavantal über das Granitztal und den Langenbergtunnel mit dem unteren Drautal verbinden wird. Nun ist es soweit, ein jahrzehntelanger Wunsch aller Kärntner wird hoffentlich bald erfüllt sein. Im Dezember 1959 erfolgte der erste Spatenstich. Die Fertigstellung der Bahn hängt freilich sehr von den zur Verfügung gestellten Budgetmitteln ab. So verhältnismäßig kurz auch die Jauntalbahnstrecke ist, ihr Bau hat die Techniker und Arbeiter vor schwerste, oft ganz neue Aufgaben gestellt. So war zum Beispiel der 1500 Meter lange Langenbergtunnel ein besonderes Sorgenkind der Bauleitung. Er hat auch zwei Menschenleben gefordert. Schuld waren die schlechten Gesteinsverhältnisse. Der rote, quarzhaltige Sandstein verlor in der Luft sofort sein Gefüge, quoll auf und es lösten sich große Brocken von den Wänden und von der Decke. Eine eigens konstruierte Betonspritzmaschine schleuderte ein Betongemisch an die Abbruchflächen, sodass innerhalb von wenigen Minuten der sandige Fels mit einer glasharten Schicht umgeben war. Dadurch konnte die Einsturzgefahr gebannt werden.
Die Jarntalbahn wird über die ebenfalls neu erbaute Traubrücke führen. Sie ist die größte Bahnbrücke von Europa. 95 Meter hoch und 428 Meter lang. Die Stahlkonstruktion, die auf 4 gewaltigen Pfeilern ruht, wiegt 1600 Tonnen und wird von 110.000 Nieten zusammengehalten. Der Gewerkschaftsbund hat vor einigen Wochen 60 Kinder aus dem jugoslawischen Erdbebengebiet Makarska auf 4 Wochen in das ÖGB-Jugenderholungsheim Peierbach eingeladen. Die Kinder haben sich prächtig erholt. Kein Wunder bei diesen vielen vollen Schüsseln und bei dem gesegneten Appetit. Die wahrhaft mütterliche Pflege in dem schönen Heim hat den Kindern auch geholfen, die ausgestandenen Schrecken während der Erdbebenkatastrophe leichter zu vergessen. Bei einem Fußballmatch mit dem Besen, bei Sackhüpfen und anderen fröhlichen Spielen konnten die Kinder wieder lachen lernen. Sie fühlten sich nach ein paar Tagen in Peierbach bereits zu Hause. Die neue, sorgfältig ausgewählte Ausstattung machte ihnen besondere Freude und wurde auch gebührend bewundert.